Guten Morgen, Samstag der 10. heute. Wir warten auf den Bagger. Wir haben es kurz nach 10. Ja, heute endlich mal wieder etwas länger geschlafen. Und ja, jetzt hocken wir hier und warten. Bis vorhin hat es noch richtig geregnet. Oh, jetzt fängt es wieder ganz leicht zum Tröpfeln an. Tja, blödes Wetter, kann man jetzt auch nicht ändern. Ja, dann warten wir jetzt ganz einfach, bis er da ist. Mhm. Morgen, am Sonntag gibt es auch ein Grillquota-Video. Ein Grill-Junkie unterwegs Grillquota-Video. Aber das verrate ich noch nicht mehr. Oder mehr dazu, das seht ihr dann eben morgen. Gut, Leute, ich melde mich dann wieder, wenn der Bagger da ist. Ja, kurz nach 10:30, ich warte immer noch. Schatzi schicke ich jetzt zum Einkaufen, weil ich werde dieses Video etwas länger machen heute und werde in diesem Video zusätzlich noch den gefüllten Schweinebraten machen. Mmh. Ja, das packen wir dann einfach mit in dieses Video rein, weil ja, die Grillerei, die Grillvideos sind in letzter Zeit ja sehr kurz gekommen. Ich habe zwar noch welche auf der Festplatte, aber heute machen wir es hier im Video. So Leute, wir haben hier jetzt einen Schweinenacken. Den werde ich jetzt gleich einmal aufschneiden. Da hinten habe ich schon die Nadel zum Zunähen. Dann haben wir Ananas in Stücken. An Rub, jeder seiner Wahl. Ich habe jetzt nochmal den Sweet Sixties vom Philipp. An Mastermarkäse und an Schinken. Ja, sozusagen wird es ein Schweinenackenbraten Typ Hawaii. Oder auch Dirk Gedächtnisbraten, extra Ananas. Hahaha. ich schneide den jetzt auf, werde den schön sauber einwabben und dann mit der Ananas, Käse und Schinken füllen. Ja, und vielleicht hält nachher mal beim Zunehmen mein Schatz die Cam. Und ja, dann sehen wir weiter. Also, ich habe jetzt die Tasche reingeschnitten und den Käse reingelegt. Nach hinten war alles soweit dicht, hoffe ich zumindest. Schön Ananas rein, da kommt jetzt noch ein klein bisschen von dem Gewürz drüber, dann kommt noch mal eine Lage Käse drauf und dann schiebe ich hier so den Schinken drüber, da liegt er, ja, und dann wird zugenäht. Jo, leider stehe ich jetzt gerade alleine da, ich habe hier jetzt mal das erste Ding gesetzt und das nähe ich halt jetzt hier so rum und num und ja, das Ergebnis zeige ich euch dann gleich, wenn ich es soweit habe. Hallo Schatz, da bist du ja wieder. Entschuldigung, ich hatte ja auch eine Arbeit. Ja, ich hab ja auch nicht geschimpft. Tja, Leute, und dann sieht das Ding eigentlich schon aus wie ein kompletter Braten am Stück. Aber ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen nachnähen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Dann verknotet man. Gehen wir hier nochmal mit. Ja, jetzt bin ich schon durch. Gehen wir hier nochmal durch. Und dann ist es wirklich ein richtig. Nee, da machen wir nichts mehr. Dann ist es ein richtig schöner verknoteter Braten, der im Prinzip wie ein Braten am Stück ist. Und ich kann wirklich jetzt jedem nur empfehlen, sich so eine Metzgernadel zu organisieren. Das ist ja mal richtig geil. So. Und hier mache ich noch eine Naht rein. Einen Knoten. Einfach so durchziehen, Knoten. Ja, oder so, oder zweimal. Jetzt wird's andersrum. So rum. Ne. So rumziehen, so rumziehen, festziehen. Was denn? Was machst du denn? Ich bin doch kein Linkshänder. So. Ja. Auf welcher Seite muss ich jetzt ziehen? Ach so.
Okay. Dann gehen wir hier nochmal. Das wird die Schnur viel zu kurz. Na gut, dann verkaut man das jetzt damit und gut ist. Schnur zu kurz. Dann werde ich das ganze Ding nochmal von außen sauber einwappen. Und dann darf er einfach noch ein bisschen sich im Kühlschrank ausruhen, bis wir ihn später dann auf den Grill schmeißen. So Freunde, unser gefüllter Schweinebraten Hawaii ist soweit fertig. Der wandert jetzt noch in den Kühlschrank und da draußen hupt schon einer rum wie ein Geisteskranker. Ich glaube, das ist Helferlein, aber leider ist der Backer immer noch nicht da. Und der Greg ist wieder ganz Leute, die Frustration wird immer größer. Der Reinhard will heute nichts machen. Warum willst du nichts machen? Ich will Sommer haben. Gerade halt Wetterblick. Für mich zum Nachhocken. Und alle schreien hier quer durcheinander. Jetzt warte mal, die kommen dann schon. Mei, oh mei, oh mei. Na halt mal. Jetzt wird's doch lasten. Tja, wächst im Regen, will er den Hof jetzt nicht aufgraben. Der sagt ja irgendwas, dass es dann mit dem Abrütteln und so nicht funktioniert. Oh, eine Buckelpiste. Dass, ja, dass wir dann eine Buckelpiste kriegen und. Aber ich glaube jetzt einmal, ich habe davon keine Ahnung, wann willst du es dann machen? Vielleicht komme ich nachher. Vielleicht kommt er nachher nochmal. Warte halt mal eine Stunde, schauen wir halt, wenn es wird. Gut, dann schmeiße ich dabei nämlich einen Grill an. Alles klar. Also, bis später. Schauen wir mal, vielleicht wird es doch noch was heute. Immer noch keine Ahnung. So Leute, dann wären wir hier soweit. Indirekter Bereich mit Wasserschale eingerichtet. Hier haben wir unseren Braten. Und den hauen wir hier jetzt einfach mal drauf. Und den werden wir ja irgendwas zwischen 75 und 80 Grad. Kerntemperatur ziehen. Und mein Bruder im Hintergrund schreit auch schon wieder rum. So. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, so. So, jetzt brauche ich noch Grillzange. Wo haben wir die Nahtstelle? Hier? Ja, ja, gut. Können wir so jetzt einmal liegen lassen. Umdrehen werden wir nachher einmal so. Und wie gesagt, grillen bis 75, 80 Grad Kerntemperatur. Das messen wir nachher einfach mit einem Fühler. Grilltemperatur zwischen 120 und 150 Grad. Grillen. Wenn wir schon an der Baustelle nichts weitermachen können. Tja, das war der eine Nachbar mit den Hochzeitsleuten vorne drauf. Ja, die wohnen etwas weiter unten. Okay, aber ich bin jetzt vorne noch an der Mauer am Eck abklöppeln. Und das Wetter ist jetzt soweit schön. Ich hoffe, dass der Baggerfahrer jetzt dann noch kommt. Ja, so auf 170, 180 Grad eingependelt. Halbe Stunde später. Hui! Ich schläg die Kamera und dann drehen wir das Ding jetzt das erste Mal um. Ja, und das machen wir halt so 3-4 Mal, dass wir wirklich schön gleichmäßig haben. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich könnte oben drüber noch später glasieren mit einer Nappi-Sauce. Ja, Leute! Was soll ich sagen? Bauhelm auf, der Bagger ist unterwegs. Aber ich tue jetzt noch schnell unser Fleisch schnell gläsen. Das dürft ihr noch mit 10 und bis dahin hoffe ich, dass dann der Bagger da ist. Mhm. So Leute, dann kommen wir mal zur Gläsung und nochmal zur KT-Messung. Ja, so langsam geht was vorwärts. Grad und mit der geilen Nappi-Sauce. Sei sparsam. Warum? Die kriegen wir so selten. Schatzi,
Schau doch mal draußen im Kühlschrank. Da ist nämlich auch noch die leckere Pepper-Curry-Soße drin. Ist Anna bei euch? Ja, die Anna ist hier. Nein, nein! Fang mich doch, fang mich doch! Also wer sich wundert, der Besuch hat seine Kinder mitgebracht. Aber den werdet ihr nachher auch noch sehen. Spätestens, wenn wir beim Abschaufeln vom Anhänger sind. So. Wunderbar. Es sollte reichen. Deckel zu. Fertig grillen. Ach du Scheiße, ist der narrisch? Ja, jetzt geht's los. Scheiße, Mann! Bist du deppert oder was? Ja, ich warte auf den Schlüssel. Ist gleich soweit. Also was der jetzt vorhat, ach so, er hat sich zweimal hier gedreht. Ich glaube, der Mann hat das schon öfters gemacht. Ja, und jetzt wird eben die oberste Schicht komplett abgezogen, dass wir den kompletten Dreck aus dem Hof draußen haben. Muss ich natürlich auch erst an die Kante rankämpfen, weil ich glaube, von da oben sieht man da nicht so ganz genau hin. Aber ich bin definitiv froh, dass ich das nicht mit der Hand machen muss. Ja, der Scheißdreck hier hat sich im Laufe der Jahre angesammelt, begünstigt durch die tropfende Dachrinne. Naja, jetzt machen wir es nochmal und dann muss gut sein. Jetzt hast du mir ja doch drauf. Natürlich. Freust du dich nachher schon, wenn wir einen Hänger abschaufeln dürfen? Ja. Jawohl. Stell dich doch mal vor. Ich bin der Chris und habe mir jetzt heute kürzlich entschlossen, ihm zu helfen. Ja. Geile Sache. Auer Zuschauer hat sich damals auch für die Deutschlandtour beworben. Ich wollte bei ihm vorbeifahren, habe das aber irgendwie ja, komplett vergessen, ist untergegangen in den Haufen Mailgewirr. Aber jetzt ist er ja hier. Und genau deswegen habe ich auch heute auch gesagt, grill ich noch was Leckeres dazu. Nur für dich. Danke. Und deine Family. Schatz, sie kriegt schon Angst ums Dach. Müssen wir bloß dann mal fragen, ob wir die Ecken mit der Schaufel abstechen sollen. Und vor der Abladerei graut's mir jetzt danach ja gleich. Naja, hilft ja nichts. Wie geil, wir brauchen nicht schaufeln, er ist mit dem Bagger rausgefahren. Ja, und war mit dem Bagger noch vor mir da. Hier geht es fleißig weiter. Also ich glaube, ich bin jetzt erst einmal nur noch zum Bulldog fahren degradiert und Klappen auf und Klappen zumachen. Das habt ihr jetzt gesehen. Und naja, schauen wir uns an, wenn es fertig ist. Ruckzuck, Leute, das ist eine Sache. Das ist schön. Ja, Fahrer 60 Grad KT haben wir mittlerweile. Darf noch ein bisschen weiter grillen. Tja, und jetzt sitze ich hier auf dem Bulldog und warte auf eine Ladung nach der anderen. Aber vielleicht haben wir es ja nach der dritten Fuhre jetzt schon. Schauen wir mal. Dreckerfahren!
Tja, Leute, die letzte Ladung haben wir mit der Hand runtergeschaufelt. Und ich muss sagen, du hast dich als wahres Weichei herausgestellt. Ah ja. Aber ein verdammt hartes. Gut, wir haben es geschafft. Der Hof ist abgegraben. Zucchini liegen mittlerweile auch schon auf dem Grill. Das Fleisch hat 72 Grad. Und schauen wir einfach mal über den Hof drüber. Ja gut, 10 cm hat er jetzt nicht runtergeschaufelt. Aber der Mann kennt sich aus. Das hat man ja am Baggerfahren gesehen. Das muss jetzt ausreichen. Könnte ich sogar noch mit dem Polo reinfahren. Und wie es jetzt weitergeht hier mit dem Hof. Keine Ahnung, ob er mit der Rüttelplatte heute noch vorbeikommt. Dienstag kommt er. Also dann geht es hier im Hof am Dienstag weiter. Aber für uns ist ja jetzt dieses Video noch nicht beendet. Es gibt ja jetzt noch was zum Essen. Ja. Ja, Patty, was machst du da? Grillen! Tust du Zucchinis umdrehen? Ja. Sehr gut. Ja, und das Fleisch holen sie auch schon runter ohne mich. Ich muss ja gar nichts mehr machen heute. Geil. Anschnitt. Meins. Finger weg. Das ist jetzt nicht wahr. Schatzi, die futtert das. Wir müssen hier gucken. Hier, oh ja. Ich komme mal auf die andere Seite. Was meinst du? Na, ist das eine Füllung? Sieht das gut aus? Also ich würde sagen, das sieht mal richtig gut aus. Und schmeckt. Mmh. Schaut euch das an. Die Naht hat gehalten. Sehr geil. Gut, dann kommt jetzt eine Ladung auf den Teller und dann wird gegessen. Einen leckeren Tomaten-Mozzarella-Salat haben die Mädels auch noch gemacht. So, und ich speise jetzt hier erst einmal mit Kartoffelsalat. So, dann probieren wir mal. Gleich mal Füllung und Fleisch. Du legst da wieder hin. Schade, dass der Philipp mit diesen Gewürzen aufgehört hat. Das war eindeutig mein Lieblingswap, der Sweet 60s. Das haben wir uns jetzt verdient, das Essen. Ja. Fazit spreche ich danach nochmal gleich und dann ist das Video für heute auch schon beendet. Magst du Kartoffelsalat? Oh, Leute, jetzt haben wir Simne. Ich bin richtig satt. Richtig lecker war's. Ja. Der Hof ist auch richtig schön abgegraben. Mann, bin ich froh heute. Schatzi, wie hat es dir geschmeckt? Sie kaut noch. Schmeckt immer noch. Patricia, dir schmeckt es auch? Ja. Gut. Ja. Harry? Ja. Chris? Dir? Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Dann haben wir ja heute alles richtig gemacht, hat alles wunderbar geklappt und wie gesagt, morgen, Leute, gibt's ein Grillkrotter Grill Junkie unterwegs Video. Bis dann, ciao.